Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Wrestling Reviewer. Heute mit mir, dem Awesome E und Ja, es bleibt nicht mehr viel übrig. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Odys ist nicht da und ja, das war's dann auch schon. Odys, wenn du das hörst, betrachte dich als geohrfeig, dass du nicht hier bist. wir wollen das jetzt doch mal irgendwann hochbringen, denn wir sind heute bei TN AW. Unnötigkeit zu. Nein, nein, TN, das heißt nur Total Nonstop. Nicht mal mehr Action oder Wrestling, nein, das Wow, heißt nur wow, Total wow, wow, Nonstop. wow, wow, wow. Nonstop, ich habe einen besseren Namen. Total Non-Action. Ja, Total Non-Action Wrestling, auch beim Pay-Per-View Unnötigkeit 2011. Letztes Mal war es die WWE mit, was war es nochmal, wie hatten wir es nochmal getauft? Wertlosigkeit, nein, irgendwie sowas. Uninteressant, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Unnötigkeit 2011, auch besser bekannt als Turning Point 2011. Lieber Pali, an was für einem geschichtsträchtigen Datum fand das Ganze denn statt? Geschichtsträchtiges Datum. Es war der sage und schreibe 13.11.2011. Wenn wir uns erinnern, was ein paar Jahre davor an diesem Datum passiert ist. Na, kommt mehr drauf? Kommt mehr drauf? Moment mal. Jetzt lassen wir mal kurz Zeit, kurz zu überlegen. Wer starb 2005? Ich glaube, es war Obama. Der lebt ja noch. Egal, falls ihr es wisst, ich werde hier jetzt nicht um irgendwas betteln. Schön für euch. Gestorben zwischen 2005 und 2011, wieder auferstanden als charakterlose Marionette. Nein, das war Manuel Neuer. Entschuldigung. Ja, wir waren in den tollen Universal Studios in Florida. Ja, wir waren natürlich auch wie immer da mit unseren beiden Freunden Tess und Jeremy Borash. Leider nicht. Nein, es war Michael wieder, Bay, der Professor. genau. Jeremy Borash war dafür immer schon Backstage zu sehen. Genau. Jo, da wir uns hier beim Turning Point befinden, in Ja, um welche was geht's denn? Richtung wird sich die Promotion lenken? Geht es hoch nach Bound for Glory oder tief, tief runter? Ihr könnt an unserer Reaktion schon. Ich möchte ganz kurz vielleicht weiter ausholen und sagen, ich und Ösi haben uns das erste Mal so richtig durch ein Pay-Per-View gequält. Also die letzten paar Mal war es durch ein oder zwei Matches. Dieses Mal war es wirklich so, wir haben nach der Hälfte Pause gemacht. Und ich bin eigentlich so jemand, der sowas durchzieht, egal wie schlimm es wird. Dieses Mal musste selbst ich Pause machen. Und Eddie glaubt mir bis heute nicht, dass ich die letzten paar Pay-Per-Views boykottiert habe zum Teil. Ja, glaube Er ich. glaubt mir nicht, dass ich bei dem einen Pay-Per-View bei DiBiase und Rhodes aufgehört habe zu gucken. Er glaubt es mir nicht. Quatsch. Egal, wir sind hier nicht bei DiBiase und Rhodes. Genau, wir sind nicht bei Eric Young und Robbie E um den unglaublich, Moment, den Sein Satz, dein Satz dazu, den Titel gibt's auch noch. ja, den Television Title. So, Moment mal. Der Television Title. Nimm ein Stück Plastik, mal Television drauf und du hast was Mehrwert Das ist. Beste an dem Gürtel ist das Design. So, der Television Title ist im TV de facto nicht zu sehen. Und wenn das mal auf eine Pay-Per-View-Card schafft, ich sollte eigentlich lernen, egal. Die 2 Stunden, die 1 Stunde kann ich durchdrücken. Ja, dann setzen wir auf den Pay-Per-View. Und wenn er mal am Pay-Per-View auf der Card steht, weiß man, dass es unnötig ist und der Titel wechseln wird. Lange Rede, kurzer Sinn, Young durfte seinen Titel an Robbie E. Verlieren, abgeben, whatever. Zum Match selbst, es war Eric Young. Ein Es Mann, war aber, der genau. irgendwie seinen Rasierer verloren hat. Der Mann, der immer mehr aussieht wie der Yeti. Eric Young, toller Mann, halte ich sehr viel von. Ich finde, jede Liga braucht so jemanden wie Eric Young. In WWE heißt das Santino, bei Ring of Honor hieß er bis vor kurzem noch Colt Cabana. Leider ist er zurzeit nicht bei Ring of Honor. Macht mich irgendwie immer noch ein bisschen traurig, aber wir sind ja bei TNA und Eric Young macht seinen Job ja auch ganz gut. Also zum Beispiel den Handstand, den er da in der Ecke gezeigt hat, der war ja wirklich sehr athletisch. Da hat er wirklich ein paar Sekunden gehangen. Und auch so, das Match an sich war ja jetzt ein bisschen, naja, ne? Es war Also, Robbie E und Rob Terry, also Robbie T und Robbie sagen wir mal so, Rob Terry war übrigens der Begleiter von Robbie E. Warum? Naja, die Wusste beiden keiner. sind ein wunderschönes, schwules Pärchen, finde ich. Ja, es gibt dann wahrscheinlich auch noch den extra Punkt, und zwar die Kategorie: nur Robbie T ist schlechter auf Cage Match. Meine neue Bewertung. Meine Frage ganz kurz, was ist denn, hatte Robbie E nicht früher mal eine weibliche Begleitung? Cookie wurde entlassen. Ja, okay. Und ja, was kann man zu dem Match großartig sagen? Man kann eigentlich sagen, Das das Traurigste an ist. dem Match ist, dass das einer der Höhepunkte war, wenn man sich den Rest ansieht. In Ganz ehrlich, meinen Augen. es war sogar gutes Wrestling. Also hätte ich von Robbie E gar nicht erwartet, dass er doch was zeigen kann. Es war halt dieses seltsame Gimmick, das du nicht leiden kannst, ne? Jersey Shore. Einfach eine Adaption an Jersey Shore, diese komische Sendung aus den USA, die ich nicht kenne. Ich habe sie einmal gesehen. Es ist wirklich schlimmer als teilweise RTL-Sendungen.
Wow. Da kommt ja auch diese freundliche Frau Snooki her, wer sich noch erinnert an WrestleMania. WrestleMania, ja. Gut, und dann hatten wir sind bei TNA, verdammte Scheiße, Earlier Tonight. Heute hieß es Earlier Today, aber ansonsten ist alles genau das Gleiche. Tonight, bla bla blub, die Ach Erde so. ist rund. Wir sollten vielleicht noch informieren, dass Otis leider gar nicht das klare Wochenende da war, weil er ziemlich viele Internetprobleme hatte, Computerprobleme etc. und deswegen wir auch kein Tippspiel gemacht haben. Ah ja, natürlich. Aber es wird hoffentlich bald wieder kommen. Aber wir haben so, wir beide untereinander. Ja, wir haben einzelne Matches getippt und wir hatten eigentlich auch wieder recht. Hat bei jedem Match recht. Das Traurige. Mal wieder. Ja. Wir hatten nämlich jetzt Und auch unsere lieben Freunde von Mexican America, Hernandez, Anakia, nur diesmal noch mit Sarita, gegen Ink, Chandler Moore und Jesse Neal und Toxin, die Freunde von Jesse Neal, 22, ich Verlobte. habe nicht ver verlobt, Entschuldigung. 23 Jahre, Und eigentlich im Independent-Namen hatte sie Christina von Yeri und eine Frau mit einem Gimmick. ja, sie ist Punk, genauso wie die anderen beiden. Ich würde es jetzt mal als Punk auslegen. Ich meine, ich bin selber Punk. Ich weiß nicht, wie Punks aussehen müssen. Das juckt mich eigentlich relativ wenig. Nein, aber wir hatten jetzt die Tag Team Titel, also die normalen Tag Team Titel standen in einem Mixed Tag Team Match auf. Und PS. Cage Match, euer neues Design ist scheiße. Groß-Kleinschreibung, ich hasse es manchmal. Ja, es ist wirklich nervig, irgendwas zu suchen. Was wollte ich jetzt bei Toxi nachgucken? Wahrscheinlich wie alt die Frau ist, keine Ahnung. Nein. 22, das weiß ich aus dem Kopf heraus. Ja, Eben. spielt auch in zwei lokalen Punk-Bands, also Ja, es dann würde wird ich mal sagen, eine woran das Umfrage. Gimmick angelegt ist. Man muss ja nicht immer ein Gimmick ausdenken. So, jetzt nochmal zum TNA-Booking. Was hältst du denn davon, Özi? Findest du, das ist logisch? Sagen wir mal so, TNA Booking ist so So unlogisch, es dass ist wir es so schon wieder voraussehen unlogisch, können. dass man es voraussehen kann. Ja, Man nimmt sich immer das. die Möglichkeit, wie wird das verlaufen? Okay, bei TNA verläuft es genau andersrum, genauso blockiert's. So, zu diesem Match, es war ja Ink, Jesse Neal und Botch Moore und ich muss sagen, Botch Moore war nicht der Botch Master 3000. Hernandez und Neil und Anakia. Da waren diesmal weitaus mehr Botches, als wir es eigentlich von Botch Moore kennen, der doch irgendwie anscheinend doch inzwischen wieder in Wrestling-Form ist. Eventuell, aber das von diesen sechs Herrschaften war die Damenauseinandersetzung die beste. Traurig, aber wahr. Das ist aber bei, also dafür steht der TNA immer noch. Ich meine, wir kommen später noch zur Zerstörung der Division, aber hey, Sarita jetzt auch endlich wieder ohne Maske, weil sie ja endlich ihre Krankheit überstanden hat und Toxin noch eine junge Frau, wie wir oft betont haben während des Guckens und war auch ansehnlich. Also ja, ich habe auch wieder reich. Ja. Diese gute Frau ist 2 Jahre jünger als so manch andere in Stamford, Connecticut. Obwohl diese Frau seit 5 Jahren dabei ist, bei von Stamford, ist die immer noch grün hinter den Ohren. Ja, Toxin hat gezeigt, dass sie schon einen Bulldog besser kann als Kelly Kelly. jetzt hast du mich aus, du hast mich so oft unterbrochen, bringst mich. Achso, genau, ich wollte noch sagen, Tag Team Title in einem Max Tag Team Match. Finde ich persönlich gar nicht so unlogisch. Ich weiß normalerweise, das ist unlogisch, aber ich meine, Sangria und Rosette haben ja eh immer eingegriffen bei Ink. So, zum Match selbst. Es gab einige Botches, was man so sehen konnte. Einige kann man auch sagen, okay, kann passieren. Und das ist nicht das Problem für mich in diesem Match. Wisst ihr, was mein Sondern der Problem ist? Ass-Shot. Nein. Das war mein Problem des Matches, der Mein Ass-Shot, der unnötig Problem war. ist mal wieder die Auslegung, warum gibt es einen Ringrichter? Ja. Handelt es sich hier um Folgendes? Ganz kurz, so sollte ich vielleicht noch den Leuten erzählen, was es für ein Ringrichter war, wer das nämlich war. Es ist uns erst aufgefallen, nachdem unsere beiden Damen im Ring waren. Earl Hebner. Es war wieder Earl Hebner mit zwei Frauen im Ring. Oh Mann, ey. Ich wurde gerade angeschrieben, tut mir leid. Ja. Moment. Und als unsere beiden Damen im Ring waren, kam es plötzlich zu der Situation, dass Chaos entstanden ist und urplötzlich war dann Anakia im Ring? Heißt der Kerl so? Ja, Little Chavo auch gerne genannt von Wie ihm. dem auch sei, ohne dass es irgendwelche Einwechslungen gibt, sind da plötzlich zwei Herren im Ring? Es wird einfach so weitergemacht? Wie ist die Regel eigentlich? Ein Mann im Ring. Earl Hebner sieht nichts, weiß nichts, hört nichts und will ganz bestimmt nichts wissen. Ein Mann im Ring pro Team. Nicht zwei, nur beim Auswechseln.
Dann gehen die los und der Ringrichter, mir ist das scheißegal. Scheiß doch auf die Regeln. Ich hab meine War Fresse. wichtiger be beschäftigt, der muss das hinten gucken, kann ich Hab's verstehen. gucken, ja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das eine sehr merkwürdige Aktion, aber hey, logisches Booking, Mainstream, nicht im Jahr 2011. Wir kommen ja später noch kurz zu einem kleinen Fazit. Genau. Ja, wie ist das Match ausgegangen? Mexican America hat Durfte sich. unfair gewinnen. Man darf vielleicht sagen, das zweite unfaire Match an diesem Abend. Das erste hat ja Robbie E auch mit Hilfe von Robbie T, ich nenne ihn jetzt mal so, wie er genannt wird, eigentlich Rob Terry, der Mann, dem Penny 0 Punkte gegeben hat. Und ja, Noch Mexican nicht, America. oder? Habe ich mich? Hab Du wolltest es auf jeden Fall ich schon glaube, machen. ich habe meinem Geburtstag 0 Punkte gegeben. Sie ist das Ehre, Rob Terry. Und Sarita hat dann, glaube ich, mit einem Gürtelschlag die liebe Toxin von hinten attackiert und dann Richtig. 1, 2, 3, ja. Aber Mexican jetzt America. kommen wir. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja? Es tut mir sehr leid. Nein, tut es mir nicht. Warum sage ich das? Weil Ganz, es dir leid tut. weil wir jetzt zu einem der positiven Dinge des Pay-Per-Views kommen. Und zwar Robust und Jeremy. Jeremy Borash, Kid Cash und Austin freaking Aries Ja, bei Mike. ein Mann, der auch in anderen Ligen gerne mal World Champion sein durfte, nur hier nicht. Ja, hier reicht es nur zum X-Division Champion. Egal. Der Titel Eigentlich World Champion. vor 6 Jahren wäre damit noch Main Event manchmal gewesen sogar. Die Zeiten sind vorbei. Gut, Austin Aries, Jeremy Borash, ein Mikrofon und danach noch Kid Cash, okay. Den dichten wir uns einfach mal hinzu. Es ist Ja. einfach nur awesome. Also irgendwie hat sich Kid Cash jetzt auf die Seite von Austin Aries gestellt. Okay, soll mir recht sein. Und beide haben ein Problem mit Jesse Sorensen. Kein Respekt, kann ich auch verstehen. Junge Leute haben selten Respekt. Ja, sie wollen ja mal Respekt reinprügeln. Sorensen ist ja ein TNA-Eigengewächs, wenn man so will. Ja. Hat er auch schon ein Pay-Per-View-Match in diesem Jahr. Ich glaube sogar gegen Kid Cash. Ja. War der nicht sogar mit 3-Way bei Bound for Glory mit dabei? Oder? Ich glaube. Nee, das war ein Singles-Match. Doch, das war ein 3-Way. Ist doch jetzt auch Egal. wurscht. Guckt die anderen Reviews von uns und hört euch das an. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also, sie wollen halt dem Jungen eine Lektion erteilen und sie sind halt die Veteranen und deswegen wird das auch kein Problem werden. Dann gehen sie beide weg. Ares Nein, verstand. nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Cash geht weg. Aries bleibt noch ein bisschen im Post vor der Kamera, sehr sympathisch. War auch so ein Richtig. bisschen, hat sich auch so immer ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Und jetzt kommen wir das erste Mal zu seltsamen Publikumsreaktionen am heutigen Abend. Wir haben jetzt hier zwei gestandene Heels mit Austin Aries und Kid Cash und einen gestandenen Face mit Jesse Sorensen. Aber wer wurde von allen am lautesten bejubelt und wollte das gar nicht so wirklich? Ja, richtig, es war natürlich unser lieber Austin Aries. Der Typ ist Gold wert. Ja. Der Typ ist einfach Gold wert. Also, In eine manch Charisma. anderen guten Promotions wäre das ein Main-Eventer. Ich glaube, das ist wirklich eine Charisma-Bombe, wie ich sie selten gesehen habe. Du erzählst mir nichts Neues. Ne, ich weiß, ich erzähle den Fans was Neues. Also, jetzt haben wir hier ein Triple Threat, wo zwei gegen einen sind. Ahahaha. TNA, eine Frage. Wie oft wurde dieses Konzept in diesen letzten 3 Jahren bei euch verwendet? Ich weiß es nicht. 3.784 Mal? Oh Gott. Das ist, glaube ich, sogar wahr, die Zahl. Wie dem auch sei. Es ist doch immer dasselbe. Die beiden, vorzugsweise Heels, gehen auf den anderen los, machen den kaputt und dann kloppen sie sich gegenseitig. Es ist doch immer wieder derselbe Aufbau von Anfang an. Somit haben wir das Problem, dass es eigentlich ein Handicap-Match phasen Ja. großteils ist, Und das macht das Ganze, ja, was genau. dem Match einfach die Würze nimmt, weil du ganz genau weißt, die zerstreiten sich bald, sobald es zum Covern geht. Das Einzige, was uns wirklich bei TNA noch gefallen hat, sind die Damen und die X-Division Matches. Die X-Division Matches mussten zwar jetzt meistens im Opener versauen, jetzt haben sie es zumindest bis Da passt die zum dritten Exhibition Match geschafft. perfekt rein. Ja, natürlich, aber irgendwie ein bisschen schade auch irgendwo wieder, weißt du? Und Wenn jetzt man kommt, schafft es zum dritten Match in der Card. Ich meine, gut, es wird das zweitlängste Match des Abends, aber naja, ich weiß. Also ich muss ehrlich sagen, X-Division kann mich immer noch begeistern, auch wenn es so seltsam aufgebaut wird wie hier. Ich meine, es hat ja Storyline-technische Gründe. Ja, ich hoffe, dass es auf einen. Also als nächstes könnte man einen richtigen Three-Way aufbauen. Ja. Oder man stellt Kid Cash gegen Aries. Oder Aries gegen Sorensen. Ich hoffe doch, dass ein richtiger Three-Way draus wird. Das würde eigentlich Alle passen, drei was sind. Kombinationen sollen mir recht sein. Cash ist kein schlechter, auch wenn er langsam alt wird. Ist ja kein schlechter. Natürlich. Ist auch schon über 40. Richtig, Also, wir sollten 41, natürlich noch 42. sagen,
dass es dann am Ende wieder sehr intelligent vom lieben Arias angestellt wurde, das Match. Ihr merkt, wir sind heute ein bisschen am Durchrennen, weil es gibt wirklich nicht viel zu erzählen. Meine X-Division-Match war wirklich schön wie immer eigentlich auch. Also hier auch eher von taktischem Wrestling geprägt, weil Austin und Kid Cash können ja auch eher Matten-Wrestling gehen Ich wollte es als. ja auch gerade sagen, das Problem ist, dass einem für ein X-Division-Match Kid Cash ein Störfaktor war. Das pa hat Ja. nicht hineingepasst. Ich meine, es ist jetzt weit It's her. about no limits. Es ist weit hergeholt, wenn ich sage, ein X-Division Three-Way Unbreakable 2005 Styles Daniels Joe, aber Ah, das ist ein schönes Match gewesen. das war das beste Match von TNA in 9 Jahren. Ja. Na gut, das Finish fand ich dann auch wieder sehr lustig. Nämlich war im Ring, der liebe Kid Cash hat sich geprügelt mit dem lieben Jesse Sorensen. Dann kam, glaube ich, sein Finisher an. Austin war draußen irgendwie, vorher noch von irgendeiner Ja. Aktion. Hat dann das Boot von Bein von Sorensen, ich will schon im Englisch sprechen, aufs Seil gelegt. Hat dem Ringrichter noch ganz laut darauf aufmerksam gemacht, hat sich dann versteckt, ist um den Ring herum. Cash beschwert sich beim Ringrichter, wird eingerollt. 1, 2, 3, Arias weiter Champion. Aber es war kein einfacher Einrollen. Nein. Das war ein Handstand eigentlich schon beim Einrollen. Sehr interessant gemacht, sehr gut gemacht. So macht man einen Einroller gut. Nicht wie bei Kelly mal zwei. Ja, oh Gott! Ich meine, ich stelle mir das gerade nur so vor. So eine starke Frau wie Beth Phoenix in Relation zu diesem kleinen, untergewichtigen Model-Opfer. Ja. Und Erzähl dieses weiter. kleine, untergewichtige Model-Opfer bringt diese für WWE-Verhältnisse stämmige Dame so einfach regelmäßig durch einen Einroller zum Verlieren. Pass auf, wenn sie keinen Braten in der Röhre gehabt hätte, wäre das vielleicht die Story für Karma gewesen. Da hätte man Awesome Kong schön zerstört. Dann würde ich Kelly Kelly nicht mehr den weiblichen Cena, sondern den weiblichen Hogan nennen. Ja, das ist schon die schlimmste Stufe, die man jemandem andichten kann. Ne? Der weibliche Warrior. The Ultimate Kelly! Oh mein Gott. So, apropos untergewichtige Model, gehen wir doch weiter zu Jerry Borish. Ich verstehe die Überleitung jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich fand sie einfach nur schön und so Ich schön fand unpassend. sie schön, schön scheiße, fand ich sie. Richtig. Ja, sorry, wir haben gerade zu viel Spaß an diesem schlechten Pay-Per-View. Also, ihr könnt euch unsere Verzweiflung, glaube ich, gar nicht vorstellen. Du, ich habe zwar gesagt, meine Shootkanonen sind voll, aber die sind noch lange nicht leer. Ja, wir kommen ja auch noch auf ein paar Matches, aber wir kommen jetzt erstmal auf Backstage, nämlich geht's wieder AJ. AJ ist hier keine weibliche Wrestlerin wie bei WWE, nein, es ist AJ Styles. AJ Styles. IJ Stil. AJ Stil. 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 Der Mann, der auch gerne mal einen Frogsplash springt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Passend zum Thema des heutigen Abends. Habt ihr es schon erraten, wer es war? Es gibt keinen Ehrenpreis, es gibt keine Zusatzerwähnung, es gibt auch keine 5 Euro für euch, aber trotzdem. Habt ihr es erraten? Wenn ja, dann schreibt ihm Uzi auf den Kanal, er soll vielleicht wieder Videos hochladen. Nein, Spaß. Es geht natürlich um das Ding, dass Bobby Roode jetzt natürlich hier geturnt ist und ja, das ganze Ding, er war Champion und es geht darum, dass Fortune ja was Wichtiges war und ein Team und Roode das zerstört hat. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Jedes Mal, wenn du Fortune sagst, denke ich an meinen LOL-Charakter. Ja, natürlich, Miss Fortune. Ich habe vorhin auch irgendwo wieder Miss Fortune irgendwo gelesen, musste an dich denken. Eigentlich ist es im Prinzip Basic Stuff. Es geht darum, das Main Event schon mal ein bisschen zu hypen, denke ich mal, oder? Ich meine, die beiden haben ja das Main Event gegeneinander. Apropos Main Event. Jetzt sind wir dabei, Leute, die mal Main Event waren, zu zerstören. Ja, wir kommen nämlich zum Fallen Angel, Christopher Daniels. Ich muss mal ganz kurz innehalten. TNA. Ich habe vorhin einen Three-Way genannt. Des besten Matches, das ihr jemals hinbekommen habt. Wo sind dann Joe und Daniels? Der eine wird immer fetter, der andere muss gegen jeden jobben und der dritte ist seit Jahren in derselben Position. Dort, wo man nicht hingehört. Wie blöd kann man denn sein? Das ist genauso, als würde die WWE ihren Cena in 2 Minuten gegen Hornswoggle jobben lassen. Nicht, dass ich mir das wünschen würde. Ich sage, dass ich es mir nicht wünschen würde. Sowas würde ich mir auch nicht wünschen. Das wäre die totale Zerstörung der eigenen Stars. Und Randy Jetzt. Orton, der verliert gegen Kelly Kelly durch einen Einroller.
So blöd ist doch nicht immer die WWE, aber TNA schafft es, die eigenen Talente zu zerstören. Wobei, für Kelly würde ich mich auch einrollen lassen. Egal, lassen wir das. Nein! Ich schon. Ich finde die Frau irgendwie hübsch. Ich weiß, da warst du mich, aber egal. Ja, worum geht's denn jetzt eigentlich? Wir haben eigentlich ein No-Disqualification-Match zwischen Christopher Daniels und Rob Van Dam, aber Daniels kommt mit dem Mikro in der Halle und sagt zu Rob Van Dam: Nee, lass mal, nee, ich habe keine Lust auf No-Disqualification. Nee, lass mal hier Gentleman's Agreement und so, wir machen ein richtiges Wrestling-Match. Das wollen die Fans doch viel lieber, die wollen doch kein Hardcore-Wrestling sehen. Eigentlich passt das ja sogar wieder in den Charakter. Das Problem der Charakter ist ein Weichei. Und ich hasse gerade YouTube. Was hat es dir denn angetan? Auf dem Wrestling Review Channel konnten wir bisher unbegrenzt hochladen. Bis zu 15 Minuten Länge. Erhöhe dein Limit. Ihr wollt meine Telefonnummer? Geht euch einen Wichsen? Das ist scheiße. Das ist, glaube ich, auch nur bei den neueren Kanälen so. Aber wir wollen jetzt nicht über YouTube diskutieren, sondern über das Gentleman's Agreement, wie es so schön heißt. Ja. Erklär uns doch mal das Gentleman's Agreement noch ein bisschen genauer. Ganz einfach. Daniels er ist so ein harter Wrestler, aber des klassischen Wrestling. Er steht nicht so auf diesen Hardcore-Mist. Er ist ein richtiger Wrestler. Und da er ja in der Liga, wo Wrestling wichtig ist, arbeitet, wäre es doch toll, hier ein normales Match zu halten, weil, ja, Rob Van Dam, du bist halt einer aus der härteren Schiene. Und ja, vielleicht kann ich mir dadurch einen Vorteil schnappen. RVD stimmt zu, was die Fans nicht so wirklich toll finden, aber das Problem ist, unser schöner Daniels, also nicht schön in Form von attraktiv, sondern Jetzt lass uns doch mal nicht gleich aufs Finisher gehen. Lass uns erstmal ich aufs bin Match doch eingehen. nicht im Finish, ich bin in der So. Ach Anfangsphase. so. Ich dachte, du wolltest jetzt schon ausruhen und sagen, was passiert ist. Nö. Wie dem auch sei. Mir fällt da gerade was ein. Zum vorherigen Ja? Match. Hat Austin Aries nicht einen Frog Splash gezeigt? Stimmt, wollte er zeigen, hat ihn aber gebotcht. So, also nicht gebotcht, der Sorensen ist ausgewichen oder so. Ah, aber er wollte ihn zeigen an. Ja, genau. Wisst ihr schon, wer es ist? Naja. Saßen auch ganz viele mit dem T-Shirt in der Halle rum, um mal noch einen Tipp abzugeben. Wie dem auch sei, also, Van Damme stimmt zu. Wir haben jetzt offiziell, also unter den beiden ist es jetzt ein normales Match. Es bleibt allerdings ein No-Disqualification-Match Richtig. offiziell. Und unser guter Christopher Daniels, der ja in letzter Zeit so richtig schön als Main-Eventer, als Squash-Maschine aufgebaut wurde. Das geht mir schön nach hinten los. Nach ein paar Aktionen ist er draußen im Ring. Ich habe gezielt. Ich habe mit dem Uzi so abgemacht. Pass auf, Uzi, vielleicht schafft das ja mal in unter 5 Minuten nicht einmal zu pausen. Er meinte so, okay, wir haben jetzt noch diesen Part des Videos, da sind noch 3 Minuten gewesen. Und es hat genau, ich glaube, 2 Minuten 30 oder so gedauert, bis Van Damme das erste Mal gepostet hat. Richtig. Van Damme ohne Pausing, es geht nicht, Leute. Stellt's euch einfach nicht vor. Es wird niemals klappen, es geht nicht. Aber ich muss sagen, dass Van Damme hier tatsächlich mit dem Stil Das von ist Daniels. genauso wie Cena, der wrestlen könnte. Passiert auch nie. Ja, als ob du es wüsstest. Dann hat man das Schöne, dass tatsächlich, wenn der sich auch ein bisschen auf den Stil von Daniels eingelassen hat und auch selber ein bisschen, naja, gut, nicht wirklich technisches Wrestling, es war ja wieder sein klassisches Repertoire, aber es Also war das, trotzdem, was Van Damme seit seinem Karrierebeginn zeigt. ja, es war trotzdem diesmal ganz gut zusammenpassend, finde ich. Das Technische von Daniels, was er ja auch kann, er kann ja eigentlich vieles, ne, das erkennen die Leute nur nicht. Und ja, da haben wir hier eigentlich sogar ein sehr schönes Match. Ich fand, es war auch eines der besten Matches des ganzen Abends. Nur irgendwann fing dann an, das Gimmick wieder zu nerven. Ja. Daniels sah, dass er keine Chance hat gegen diesen unglaublich technischen, talentierten Wrestler. Das klang jetzt schwerst ironisch, oder? Ja, wer draußen einen Leg Drop abkriegt, den klassischen Van Damme Leg Drop auf die Absperrung und so einen Scheiß, da hat man ja natürlich. Auf jeden Fall Daniels, der ja wirklich als der mutigste Mann des Planeten momentan aufgebaut wird, merkt, Scheiße, das klappt so nicht. Da holt er sich das Ding raus. Was ihn eigentlich das letzte Match gegen Styles gekostet hat, nicht diese lächerliche Aktion mit dem Screwdriver, dem Vorher Schraubschlüssel, ah, Schraubenzieher. waren noch ein paar Stuhlschläge von ihm dabei. Also er ist schon als erster illegal gegangen. Was legal war allerdings in dem Match eigentlich. Genau, ja, also illegal unter den beiden natürlich, aber offiziell legal, weil es ja immer noch offiziell ein No-Disqualification-Match war. Tja, das Hier war war. doch auch, glaube ich, wieder unser Freund Pierluigi, der Ah Schiedsrichter. ja, unser TNA hat einen neuen Referee engagiert. Wusstet ihr das schon? Ja, Pierluigi Pierluigi. Collina. Der Mann hatte eine Glatze und wir haben natürlich sofort an den berühmtesten Schiedsrichter mit Glatze gedacht.
Ich glaube, vor dem hätte ich Angst, wenn er im Wrestling-Ring stehen würde. Wenn du den einmal angreifst, dann macht er dich doch kaputt. Capisce? Aber ja, du warst gerade bei deinem Schraubendreher bzw. Schraubenzieher angelangt. Genau. Ich meine, letztes Mal hat's nicht hingehauen. Scheißegal. Versuchen wir nochmal einzusetzen. Ja, in der Zwischenzeit hat Rodman Dempsey allerdings diesen besagten Stuhl geschnappt. Wenn Terminator 5 Star Frog Splash 1, 2, 3, danke vorbei. 10 Minuten 16, Rodman Dempsey gewinnt. Daniels wird immer weiter abgebaut. In ein paar Monaten ist er spätestens bei Ring of Honor. Danke sehr. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Wir drücken auch Samoa Joe die Daumen, dass er endlich mal seinen Abnehmkur schafft. Den Der war nicht Ernährungsberater hat er noch heute, immer nicht rausgeschmissen, habe ich gehört. denn er war ja heute gar nicht dabei. Also wahrscheinlich war er heute in irgendeinem Fettcamp oder so. Wir wissen es nicht. Ja, dann sind wir auch wieder Backstage bei unserem Freund Robbie E., der gerne Party machen will. Also sowohl Rob Terry als auch Robbie E. interessieren uns in dieser Szene nicht. Es gibt eigentlich nur einen, der uns in dieser Szene interessiert, und das ist Jeremy, the Man of the Fucking Thousand Faces Borish. Jeremy Borish. Ich will einfach gar nicht mehr so oft dazu was sagen. Ich sage einfach nur Jeremy Borish for President. Und jetzt kamen wir zum Big Man Match. Zum Match der Undefeated Streak gegen The Blueprint. Ja, was auch immer er eigentlich genau ist. Den 2,13 Meter Hünen. Matt Morgan, den American Gladiator Matt Morgan. Fällt mir ein, müssen wir nachher auch mal wieder eine Folge gucken, Ösi. Jo. Ja. Gehen wir erstmal auf das Match ein. Wir haben natürlich hier dieses schöne Ding. Wir haben zwei Faces gegeneinander, macht aber in dem Fall sogar Sinn, weil sie sich ja messen wollen. Oh ja. Und von Crimson müssen wir jetzt sagen, definitiv Grimmsburg ist weitaus besser als das Original. Das hat uns heute auch wieder gezeigt, und er entwickelt sich ja auch ständig weiter. Seit 11 Monaten ist der Mann dabei. Seit 11 Monaten natürlich auch ungeschlagen, klar, diese Undefeated Streak besteht. Zumindest bis zu dem Match. Ob es danach noch besteht, werden wir euch danach verraten. Und also ich als auch der Esi waren doch irgendwo positiv überrascht vom lieben Grimmsburg. Und Matt Ich war Morgan ist auch positiv kein. überrascht. Naja, du hast gesagt, er kann mehr, man darf ihn jetzt nicht mehr so underraten, wie du es vorher getan hast. Das stimmt. So. So ist es richtig. Wie kann man denn auf das ganze Match gut eingehen? Ich meine, zwei Big Mans gegeneinander. Ja, es war einfach wirklich der 0815-Aufbau, muss man sagen. Wer von uns beiden ist der Stärkere? Hat in dem Sinn auch sogar Sinn gemacht, denn wie gesagt, Morgan hat bei. Jetzt bin ich auf WrestleMania gesagt. Bei Bound for Glory ja eigentlich unglücklich das Match verloren, den Three-Way gegen den Dicken und Crimson. Er hat ja zugeguckt, wie der Dicke gepinnt wurde von Crimson. Also er wurde ja nicht gepinnt selber. Yep, genau. Aber er hat das Match offiziell unglücklich verloren. Richtig. Ja, und dann gab es natürlich die jetzt so Sache, ey du, das war doch nur Glück. Komm, messen wir uns doch und schau mal, wer gewinnt. Ich hab nichts gegen so einen Aufbau. Nö. Man muss ja auch keinen Turn damit bezwingen. Man muss ja auch nicht immer Face und Heel gegeneinander haben, finde ich. Nee. Also das, was ich gucke, braucht, da brauche ich das sowieso nicht. Ja. Gut. Irgendwo brauchen wir auch gut Heels, ne, Kevin Steen? Ja, ihr merkt, wir werden schon wieder so eine gewisse Promotion häufig ansprechen. Das kann oder darf auch ruhig sein als Marktführer. Ich meine, Ich kann dazu sagen, wir haben ja morgen schon. kommt ein Video bezüglich dieser Firma. Das Video ist schon seit über einer Woche aufgenommen, aber ich bin zu blöd gewesen, es hochzuladen. Lieber Awesome Truth, ja, es ist das Review, mit dem ich gestern mit dir diskutiert habe, bis zum Erbrechen. Awesome Truth. Achso, ja, sorry. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie du bist. Aber Ich wollte noch wisst ihr ganz schon, wer kurz. gestorben ist? Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben jetzt einen schönen Entertainment-Marktführer, ja, Chikara. Die veranstalten jetzt auch iPay-Per-View, und wir haben einen schönen Wrestling-Marktführer, Ring of Honor. Ich bitte doch alle Menschen, sich das beides anzugucken, bevor man sich TNA oder WWE antut. Und ich bin ganz kurz still und lasse den Ösi auf das Match eingehen. Wir waren immer noch bei den zwei Großen, ne? Richtig. Gut. Es war halt ein Match, wo man nicht erwarten konnte. Ja, 450 Splash und Moonsault in DDT und solchen Quatsch. Nein. Mein 2,13 Meter und Crimson. Ich hätte meiner Crimson gesagt. Er heißt Grimmsburg. Crimson. Tommy Mercer, ich könnte ihn noch bei seinem ehemaligen Namen nennen. Tue ich jetzt hier mal nicht. Ja, es war einfach ein Big Man Match. Ein klassisches, ich bin groß, mal schauen, wer der Größere ist. Nicht, wer den größeren hat. Ich dachte,
dachte jetzt schon, du willst genau das sagen. Wer von uns beiden hat den Grund? Egal, lass mal. Lassen wir das. Auf jeden Fall, das Problem bei Big Man Matches, abgesehen davon, dass sie nicht die größten Leckerbissen technisch gesehen und spot-technisch gesehen sind, es gibt noch ein anderes Problem. Diese Matches sind meistens No-Selling-Matches. Und ich habe Genau. Crimson immer zugute gehalten, dass der Junge sellt. Hat man ja auch gesehen, er hat genau das Beide. so weit gesellt, wie er sollte und auch morgen. Beide haben richtig gut gesellt, außer die Spots, wo sie nicht sellen sollen. Ich meine. Ja, eben das ist. Ist ja auch sinnlos, wenn man alles sellt, so wie ein gewisser Dolph Ziggler, der ja wirklich alles ein bisschen oversellt. Ja, hat aber schon Michaels trainiert? Ich glaube nicht. Ja, der Gott des Oversellings. Tja, auf jeden Fall, beide haben ein ordentliches Big Man Match auf die Matte gezaubert, sage ich jetzt einfach mal. Nee, ja, man muss gezaubert sagen, aber im Prinzip, also es ist besser als jetzt Henry und Big Show, aber das sind andere Ich hatte Voraussetzungen. genau Das dasselbe Match gerade im Kopf. Ich hatte genau Manchmal ist es denselben krank, Typ manchmal im ist es Kopf. krank. Ich meine, ich möchte mal ganz kurz die Leute dazu ermuntern. Wir beide, also ich und Özi, geben gerne mal so Punkte auf Cage mit gewissen Leuten und dann geben wir lustigerweise oft den gleichen Leuten mit der gleichen Begründung gleich viele Punkte. Also wir ticken viel zu sehr gleich, habe ich das Gefühl inzwischen. Das ist krank, Leute, wirklich, wenn man zusammen mit Özis abhängt, wird man krank. Oder Das mit klingt, Ossis, als wäre ne? ich eine Krankheit. Ja, oder in deinem Fall halt, wenn man zu sehr mit Ossis abhängt, wird man krank, ne? Oder mit Patty. Abspacken! Der ist allerdings Bayer. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das sind drei verschiedene Länder: Österreich, Bayern und die DDR. So. Gut, dann geh, fick dich doch, du Arschloch. Gehen wir doch mal auf das Finish ein. Wie war's denn? Das Finish fand ich ja auch eigentlich sehr interessant. Es war so, dass es dann wirklich. Also hier hat man ganz klar den Gedanken gesehen: So, wer von uns beiden ist der Stärkere? Ich gönne Rip den Five-Gum. Beide haben sich geschlagen. Also mal hat Crimson einen starken Schlag, mal hat der andere mit Morgan, jetzt habe ich seinen Namen kurz, ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Ja, also es gab einzelne Schläge, die und beide haben nach jedem Schlag gelacht, so nach dem Motto, nicht schlecht, aber guck mal den hier an, BATS! Ja, die haben sich auch wirklich schön verwamst. Und dann irgendwann ging es so, dass sie wirklich ziemlich schnell aufeinander eingeschlagen sind. Dann kam der Schiedsrichter, wurde erst vom einen weggeschubst, dann vom anderen Dann weggeschubst von und dann vom beiden. beiden. Und dann gab es den von uns auch ziemlich erwartete Double Disqualification. Also wir haben eigentlich beide damit gerechnet. Und ja, auch wieder, die haben mal richtig, dass es irgendwie entweder Double Countout oder Double Disqualification gibt. Weil man will einfach mit Morgans Push nicht zerstören. Der wird nämlich gerade gepusht ohne Ende. Und man will natürlich auch Crimsons Undefeated Streak jetzt nicht einfach so relativ unbedeutend reißen lassen gegen mit Morgan. Finde ich auch jetzt gar nicht schlecht, das Finish in dem Natürlich Fall. waren die in der Halle natürlich enttäuscht, aber wenn man Ah ganz, ja. wenn man eine halbe Sekunde seinen Verstand anschmeißt. Radarkasten da oben ölt, ich meine nicht mal in Betrieb nimmt, nur ölt, dann merkt man, dass das Sinn ergibt. Ich meine, wie heißt es so schön? Der Ref ist tabu. Ja, natürlich, genau. Das hatte Mit sogar den eine fünf Ref. logische Portion. Oh Ausnahmsweise mal. Gott, TNA-Logik, TNA und Logik. Ich habe es in einem Ja, Zusammenhang unglaublich, Leute. genannt. Er hat TNA logisch gelernt. Natürlich gingen sie danach auch noch weit aufeinander ein, bis die Security, aber die Security interessiert so zwei Big Mans nicht. Aber jetzt möchte ich ganz kurz zum Moment des Abends kommen. Also möchte ich auch ein bisschen weiter ausholen. Ich sag mal so, ich saß Scott Steiner und Bully Ray Bap, Jerry Lawler und meinte schon zum Özi, Özi, das wird wahrscheinlich die beste Promo, die sie seit langem gesehen haben. Und wir wurden nicht enttäuscht. Ich empfehle jeden, einfach mal bei YouTube, ihr könnt sie da suchen. Guckt nach Bully Ray Turning Point Promo, reicht glaube ich vollkommen schon. So habe ich sie glaube ich zumindest gerade gefunden und diese Promo ist sowas von herrlich zum Lachen. Also die Psychoness von Scott Steiner und die Realness, Hardness, wie auch immer, Bully Ray, was auch immer, ich kann nicht genau sagen, auch eigentlich so ein bisschen Psycho. Ich sag mal so, ich möchte mal den besten Punkt der Promo raussuchen. Meinst die Freundin? Ja, genau. Und Steiner meinte so, ja, und ich bin sogar in die Heimat von Abyss gegangen, Parts Unknown. Ich habe da seine Freundin gesehen. Und die ist fett! Ist fett! Und wenn wir gewinnen, darfst du mit ausgehen. No, no, no! Sie ist fett! Die ganze Zeit. Das war herrlich. Steiner, Steroide machen anscheinend auch noch verrückt, aber der Ja. ist. Ich liebe Also, Psycho-Steiner-Promos. am Mike sind die beiden wirklich genial. Also, Bully Ray hat man echt nicht gedacht, dass der Mike so rocken kann. Sind wir alle uns einig? Scott Steiner wussten wir, dass er Mike rocken kann. Und Und ja, JBL, ja. ja, JBL steht einfach nur dabei und denkt sich auch nur, what the fuck, was sind das hier für zwei She's Psychos? fat! Lass mich mit denen nicht alleine.
Also auch das Ding, wer zum besten Tag Team aller Zeiten gehört, natürlich uns alle, die wir beide sowohl aus der ECW schon kennen, also Bully Ray, sein Team war da natürlich damals die Dudley Boys, Brother Ray, nenn sie wie du willst, und Devin. Und natürlich die Steiner Brothers, auch das berühmteste, mitberühmteste WCW Tag Team, also einzige Tag Team, das nicht irgendwie zu irgendwie NWO oder so dazu gehörte. Und ja, also ich muss sagen, beide haben irgendwie ihre Berechtigung. Also auch wenn Steroide Steiner natürlich inzwischen viel zu alt ist. Er kann sein Arbeit Belly to Belly. Ja, und das reicht. So, jetzt Und kommen wir sein auch schon Cranky zum Steiner. nächsten Match, den er einmal Ja, draufpackt. Ich glaube, das reicht ja. Wir sind wenn. jetzt bei einem Tag Team Match. Die Meister des Tag Teams, Bully Ray und Scott Steiner. Gegen Mr. Anderson und Abyss, wo wir so das erstmal dachten, ja, TNA-Logik, wir stellen einfach mal Randoms zusammen. Das ist WWE-Logik. Moment, da muss ich jetzt widersprechen. Ja, Entschuldigung, es ist WWE-Logik, TNA-Logik war mal logischer, also wir haben ja auch gute Tag-Teams mal gehabt. Ja, Pure Money gibt's nicht mehr. Motor City Machine Gun Saban ist immer noch verletzt. Ja, warum nicht? Bei den Damen gibt es komischerweise Tag-Teams. Tja, traurig aber wahr. So ist es allerdings. Zum Match selbst, ja, Abyss und Mr. Anderson hier die bekanntesten Tag Team Wrestler der Welt. Ja, auf jeden Fall. Mr. Anderson mit seiner neuen Frisur, sie erinnert mich irgendwie an Christians Frisur. Ich weiß nicht warum. Und ich finde immer noch, dass es ihn sau älter macht. Ja, das auch. Aber Christian ist ja auch ein paar Jahre älter als er. Ja, Glaube ich. er möchte, also ich dachte, er würde immer so sein wie Stone Cold. Warum macht er sich nicht einfach mal eine Glatze? Ja, es reicht doch, dass es sein Hund Stone Cold genannt hat. Oder Steve Austin. Auf jeden Fall hat er seinen Hund nach ihm benannt. Hey, meine Kaninchen heißt noch AJ und Christian. Also, warum nicht? Ja, und dein Kater ist Dicker und die Katze heißt Cindy. Eigentlich Ja, heißt ich weiß, es das eigentlich Speedy. Speedy, ja. Und er Speedy. reagiert auf die Nobelmarke Pagani. Unglaublich, aber Ja, das ist einfach, das passt einfach zu dir. Wir sind hier nicht bei Pagani, wir sind hier bei Anderson und The Abyss gegen Bully Ray und Scott Steiner. und da Was ich haben wir die denn? ganze Zeit so viel geplappert habe, darfst du jetzt dieses Match machen. Tag Team Match. Natürlich, TNA Tag Team Matches können nicht schlecht werden. Nein, auch nicht mit zusammengewürfelten Tag Teams. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Das war so, es war ja, es war da, glaube ich. Drum wollte ich dich auch reden, dass ich gar nichts mehr weiß. Das ist halt das Ding, es war da. Es waren halt die typischen Aktionen, sowohl von Bully Ray als auch von unserem lieben, lieben Freund Scott Steiner. Was es da alles so gibt. Der Sunset Flip vom Osten, sei der auch Frankensteiner genannt wird, das, der Overhead Belly to Belly von Bully Ray gab es natürlich dann auch noch diverse Aktionen, immer mal wieder so ein bisschen, ja, und so war eigentlich klar, dass die Faces gewinnen dürfen und ja. Am Ende war Abyss derjenige, der, ich sag mal so, ich glaube, beide im Alleingang fertig gemacht hat. Ich glaube, der andere war Sozusagen. schon, war draußen, also Superface sein. Black Hole Slam, der übrigens heute bei WWE verwendet wurde, ich glaube, Batista zeigt den Black Hole Slam seit neuestem. War das Batista? Ich glaube, es war Batista. Also auch bekannt als Mason Ryan, falls ihr euch immer noch wundert, bald werden wir ihn nur noch Batista nennen, weil er wird immer besser zu Batista 2.0. Tja, ja, aber man hat auch in dem Match gemerkt, dass man sehr vorsichtig mit Steiner geworkt Ja, hat. stimmt, genau, da war was. Was ja nicht negativ, man soll sich in diesem Sport ja auch nicht verletzen. Ja, Bret Hart hat noch nie jemanden in seiner Karriere Ja, und verletzt, ne? seine Karriere wurde durch eine Verletzung beendet. Ne, Bill? Richtig. Du alte Durch, ja, Bude. durch den Vorgänger von Crimsberg. Ja, aber Goldberg, einer der bekanntesten jüdischen Sportler aller Zeiten. Mag man nicht glauben in den USA. Wusste ich auch nicht. Schön, dass du mich viel aus Neues erwartest mit einem Review. Hör du, du kennst mich doch, sowas backe ich gern mal aus. Ja, der Jude, es gibt eigentlich nur einen wahren Juden im Wrestling-Business und der heißt Colt Cabana. Was ist mit Paul Heyman? Ach, der ist ja auch Jude, Den stimmt. seine Ja, ich hab Mutter in das. Auschwitz überlebt. Oh. Hat er Stimmt, da war selbst was. erzählt. Stimmt, ich Oder erinnere mich. Großmutter, wie dem auch sei. Könnte auch die Mutter gewesen sein. Ich glaube, es war die Mutter. Ihr seht, ihr werdet bei uns auch heute mal mit Random Infos zugepackt. Und Random Infos ist genauso random wie Abyss, der einfach mal durch den Tisch fliegt von Ray und ich glaube auch Steiner. Danach einfach aufsteht und ja, Chokeslam, ne? Ja, dann waren wir auch bei. Ja. Jerry Deine Borash. Freundin. Nein, nicht Jeremy Walsh, deinen anderen Freunde. Also nein, es ist nicht Angelina Love, ihr müsst euch Leider, keine Sorgen machen. leider, Seine richtige Freundin taucht heute gar nicht auf. Es ist nur die gute Frau Karen Jarrett. Karen Botox. Da darfst du gleich auf das Segment eingehen, wenn du dich schon so freust. Ich meine, wir hatten ja auch jemanden, mit dem wir uns beide doch irgendwo gefreut haben. So, Karen Jarrett hat neue Anhängsel, nämlich Madison Rayne und Gail Kim, Mrs. Ich eliminiere mich selbst aus einer WWE Battle Royale.
So. Hat damals noch gesagt, wir sehen uns in 3 Monaten, Gag bei TNA. Ja, jetzt sind 3 Monate vorbei, wie ihr merkt. Und sie ist schon Tag Team Champion, also Women's Tag Team Ja, Champion. sie hat mal ebenso den Tag Team Titel mit, was weiß ich, ich glaube mit Madison Rayne gewonnen. Ja, ich glaube schon. Und naja, sie ist halt eine perfekte Championess, die man auch überall verkaufen kann, während Velvet Sky einfach nur eine dumme kleine Schlampe ist. Das war der Wortlaut im Groben und Ganzen. Und Ich will. ja. Warum hat Gail Kim dann weniger angehabt als der Power Ranger, also Velvet Sky? Das ist dann die Logik von Karen Jarrett. Naja, wie dem auch sei. Outfits waren okay, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Das Wichtigste war übrigens, by the way, dass Karen gesagt hat, ja, du schaffst das schon allein, ich helfe dir nicht. Genau, und es würde ja nur ein paar Minuten dauern. Exakt, das Match dauerte auch nur 6 Minuten. Unsere neue Championess Velvet Sky musste ihren Titel verteidigen gegen die Rückkehrerin Gail Kim. Und man muss sagen, Minuten für ein Damen-Match zwischen Gay Kim, die wirklich was kann, und Velvet Sky, die auch nicht schlecht ist. Sky hat sich verbessert. Sie ist noch immer nicht gut, um Gottes Nein. Willen. Nein, aber wir raten sie mal so über fast jeder WWE-Diva ein. Ja, das ist auch nicht schwer. Lass Ja, mich. komm, Eve ist auch nicht so schlecht. Ich sag doch nicht, dass das nicht möglich ist oder zu leicht möglich ist. Velvet Sky hat von mir doch immerhin 6 Punkte bekommen. Das geht ganz in Ordnung. Sind übrigens 3 Punkte weniger als Angelina. Ja. Merkt da was? Merkt ihr was? Ich habe den Zehner nicht ausgepackt. Er hat sich geweigert, Shawn Michaels zu bewerten, und hat nur Christian bewertet, der 10 gekriegt hat. Das tut nichts zur Sache, mein Bewertungsverhalten. Ich brauche einen niedrigen Durchschnitt, um als Arschloch der Nation durchzugehen. Ja, he's an asshole, he's like Mr. Anderson. Gut, asshole, gute Sache, um auf das Match einzugehen, denn wir waren leicht geschockt. Es war wieder Colina, der das Match leiten durfte und Ja, nicht. nicht der alte Earl. Also, es scheint sich, als hätte sich Colina im Puff geirrt. Wahrscheinlich. Und der Er alte Earl hat das Match gesucht, hat seine Brille ist am verlegt. Morgen schon wieder hinterhergelaufen. Zum Mac ist gegangen. Ja, ich will zu Meckes, ne? Klar, ich komm mit. Nein, Kannst du dich noch komm an jetzt was wieder ein aus bisschen dem. ernsthaft. Ja, also ich muss sagen, wir sahen hier wieder ein schönes Match, das vor allen Dingen natürlich, weil sie es kann, von Gay Kim gezogen wurde und. Ich meine, es wäre auch blöd, wenn Sky Gail Kim durch den Ring ziehen müsste. Das. Eben dann für sich fand ich die Power Ranger Outfit von der lieben Frau Sky heute auch ein bisschen seltsam. Später hatten wir noch jemanden mit Power Ranger Outfit, also von der Hose her, nämlich AJ, der sich angepasst hat. Vielleicht sind sie ja zusammen, wer weiß. Nein, AJ ist verheiratet. Ich weiß. Und da gab es auch mal ein tolles Interview mit AJ Styles, was ich auf YouTube gesehen habe. Und er hat einen wunderbar sympathischen Klingelton für seine Ehefrau, wenn sie ihn anruft. Eine richtig schön laute Alarmanlage. Also, oh, im Moment, das kommt, weiß ich ganz genau, wer jetzt schon wieder dran ist. Lass aufpassen. AJ, ich liebe dich. Ja, AJ, Naja, du bist so lieber auch Gail Kim. während Karen Jarrett irgendwelche anderen Business-Dinge tun muss, kommt sie zum Ring während des Matches. Und Gail Kim schafft es ja alleine. Ja? Ja, deswegen kommt ja auch Madison Rayne noch zur Hilfe. Genau. Und willst du das Finish? Ja, es war halt ein Two-Count. Erstmal, nachdem sich die liebe Madison Rayne eingemischt hat. Karen, natürlich total aufgeregt. Lenkt erstmal wahrscheinlich den Referee ab. Und dann kommt, ich glaube, nicht mal irgendwas Illegales oder so, sondern ich weiß gar nicht. Gab es da nicht einfach nur den Ablenkung. Finisher? Ja, es gab einfach nur den Finisher eigentlich. Es gab nicht mal irgendwie was Illegales. Ich dachte mir so, okay, wozu kommen die jetzt raus? War eigentlich nur den Referee ablenken, damit Sky nicht pinnen kann. Davor gab es ein kleines Einmischen von Madison. Ja, das habe ich schon gesagt. Oh, ja, da war ja was. Egal. Kein Problem. Ja, und dann muss man sagen, dass es einfach so an und für sich der Titelwechsel ist und Gail Kim jetzt zweifache Champion ist. Ja. So. Ich bin ein Mitkader in der WWE. Ich werde gefeuert. Was mache ich also? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe Independent. Oder ich gehe zur TNA, bekomme einen Push, habe einen Titel. Zwei Titel. Gail Kim hat es Ja. geschafft, beide Titel innerhalb von 19 Tagen zu bekommen. Das ist Ja, ein Witz. das war sogar fast noch schneller, als die liebe Mickie James ihren ersten Titel bekommen hat. Ja, die war ja davor wenigstens noch ein, zwei Pay-Per-Views hier irgendwie aktiv. Oder teilaktiv sozusagen, als Ringrichterin. Hier mal noch ein, Wie ich dem glaube, auch sei. vorletztes Mal Backstage, wenn ich Wie das dem auch richtig. sei. Ja. Velvet Sky, der Titelrun, den War gibt es nicht mehr. versaut. Der ist versaut.
Velvet kann nichts Aber das kann man dafür. in TNA gut Titelruns sagen. Ich erinnere nur an die beiden von Mr. Anderson. Die arme Jamie muss ich jetzt nochmal hinten anstellen. Wie dem auch sei. Also, ganz ernsthaft, solltet ihr irgendwann mal bei der WWE gefeuert werden. Geht zur TNA, ihr kriegt sofort den Titel. Oh Gott, Ich meine, jetzt kommt. wenn sie das hört, macht das Kelly mal zwei demnächst. Beschwör's bloß nicht. Ne, die hängt dabei noch mit Winnie im Bett rum. Ich will auch gerne mit der im Bett rum. Egal. So, apropos ehemalige WW-Worker. Ja, eigentlich ehemaliger WCW-Worker, Ich ne? meinte das nächste Match, aber jetzt wird die Promo eingefallen. So. Ja. Bischof telefoniert mit seiner Frau, regt sich über seinen Sohn auf. Sie hat doch Schuld und ja, also Basic Stuff der Sohn. Was soll das? Warum gibt es diese Fehde? Aber wenigstens kommt dann Bully Ray dazu, macht alles besser. Und es geht halt darum, dass Bully Ray jetzt die Führungsrolle übernehmen muss. Und ach, Immortal gibt es doch eh schon nicht mehr, Leute. Also wirklich, was soll der Scheiß? Warum wird We irgendwie put Eric. him through a frigging table and he stand up like nothing happened. We have to do something. Das hast du schön wiedergegeben. Ja. Ich habe versucht, auch im selben Wort, also im selben Dingbereich zu agieren. Das nächste Match hatten wir uns übrigens auch vorher schon so ein bisschen gespoilert. Und ja, ich glaube, ich gehe besser drauf ein, weil der Ösi. Ja. Leute, 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 Leute. Wrestling ist ein schöner Sport. Das stimmt ihr hoffentlich zu. Wenn nicht, haut ab. So. Seid ihr hier falsch? Ihr seid allerdings auch im verrücktesten und vertrottelsten Business gleichzeitig gelandet. Es gibt kein, ich wiederhole, kein Business auf diesem gottverdammten Planeten, wo jemand, der sagt, Alkohol und Drogen sind blöd, sie sind böse, ich nehme sie nicht, ausgebuht wird. Und neben ihm steht so ein alter Crack-Junkie und bekommt Pops en masse. Es scheint anscheinend cool zu sein, Drogen zu nehmen. Es ist uncool, richtig zu leben, nicht illegal zu leben. Ich hasse Jeffrey Nero Hardy. Und ich gebe es auch offen zu, ich hasse Hardy-Fans. Ich Hallo. verstehe es nicht. Im Ring, jeder zweite mexikanische Wrestler könnte die zwei Zirkus-Moves nachmachen. Ich sag doch jeder zweite und nicht jeder, ich sag bewusst. Technisch ist er auf dem Niveau von 1995? Hardy-Niveau? Charismatisch ist dieses Enigma erst recht nicht? Das Einzige, was. Es gibt zwei Dinge, die dieser Typ kann. Sich von Leitern werfen und Kinder an hinter sich haben und Merchandise natürlich verkaufen. Ja. Ich bin sehr froh, dass es während des Matches nicht nur Jeff Hardy Chance gab. Und ja, es wird nicht nur ein Match sein, wir spoilern euch jetzt einmal, es werden drei Matches. Offiziell zwei. Ja, offiziell zwei, das dritte theoretisch auch noch. Also das erste Match, ja, Jeff Jarrett kommt zum Ring mit seiner Frau, die wir vorher schon gesehen haben, die uns nervt, die wir gerne weghaben müssten. Also dafür danken wir Kurt Angle im Nachhinein nochmal, dass er seine Frau doch damals mitgebracht hat, dieses unnütze Stück Scheiße. Und dass die dann sich mit Jeff Jarrett zusammenfinden musste und dass wir sie jetzt ertragen müssen. Botox, Karen. Ja, wie geht denn das Match los? Jeff Hardy kommt rein, Twist of Fate, 1, 2, 3. Ja, ja, gut. Aber Jeff Jarrett möchte natürlich noch ein Match. Und ja, Jeff Hardy, gut wie er ist, ne? Großzügig wie er ist. Ja, geben wir ihm doch mal eins. Und jetzt darf Jarrett sogar mal ein bisschen was zeigen. Aber an und für sich möchte ich gar nicht darauf eingehen, dass irgendwie hier Match stattfand, weil es doch ging nur wieder nur 5 Minuten, bis der, ja. Ne, Figure 4 Leg Lock von Jarrett angesetzt wurde. Ein Roller, 1, 2, 3. Der nächste Sieg war Hardy. Aber Jeff Jarrett hat ja noch nicht genug. Nein. Heppner will ihm auch kein Match geben. Also holt er sich einen Stuhl, schlägt Hardy, der gerade auf dem Weg nach draußen ist, zu Boden. Der Stroke. 1, 2. Hardy kontert mit einem Einroller. 1, 2, 3. Ja, das wäre im Prinzip der dritte Sieg hintereinander. So, liebe Leute. Jeff Jarrett, der einzige bei TNA, der irgendwie sagt, was war's, nämlich dass keiner Jeff Hardy braucht oder will, wird jetzt hier gesquasht, gesquasht, gesquasht von Jeff Hardy. Und er wird damit zurück, wahrscheinlich sogar ins Main Event katapultiert. Danke, TNA, ihr habt euch gerade selbst zerstört. Bitte den Knopf drücken, die Nachricht lesen und danach wegrennen. So, ich meine, wir erinnern uns alle an den legendären Pay-per-View Victory Victory Road. Road 2011. Bald ein Jahr her, März. Als ein
zugedröhntes Arschloch den Main Event eines Pay-Per-Views versaut. Nein, das war nicht der Opener, es war kein Mittelmatch. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Das war der Main Event. 88 Sekunden hat Sting mit dieser Kreatur worken müssen. Und das ohne das Rumgepause am Anfang, wo er sein T-Shirt nicht weggekriegt hat. Ja, 80, von den 88 Sekunden waren 77 Sekunden. Ja, ich werf das T-Shirt. Oh nein, ich werf es doch nicht. Ich finde das cool. Ich bin auf Drogen. TNA machte damals schon einen Fehler, weil sie die Merchandise-Artikel brauchen. Sie haben dieses Arschloch. Ja, ich sag bewusst Arschloch. Nur suspendiert. Richtig. Weil sie die Verkäufe brauchen. Also ist man moralisch am untersten Punkt angekommen? Unglaublich, dass TNA so tief sinken konnte. Von innerhalb von ein paar Jahren. So. Er bekommt seine Gedenkpause. Er wird zu lächerlichen 30 Tagen auf Bewährung verurteilt. Die ja noch nicht mal angefangen haben. Ist erst ja noch auf so einer seltsamen Bewährung. Jetzt erst jetzt noch irgendwie auf. Von wegen, er darf, muss permanent antreten, hat Ausgangssperre und so ein Scheiß. Richtig. Nach 2 Jahren Verhandlung, 30 Tage? Ich liebe dieses amerikanische Rechtssystem. Man hat unter anderem in seiner Wohnung ziemlich viel Drogen etc. gefunden und so ein Scheiß. Also er ist kein unbescholtener Mensch gewesen. Nein. Aber er hat sich ja jetzt geändert. Er hat sich ja geändert, so wie er sich 2003 und 2006 geändert hat. Und 2008 und 2009. Ach, pst. Wir Ach. sind jetzt. Der Mann hat sich nie geändert. Selbst als er eine Tochter hat, hat sich der nie geändert. Als Gut, da muss man. Seine Karriere zu zerbrechen drohte, hat er sich nicht geändert. Und es würde Nicht alle. mich nicht wundern, wenn morgen, nächste Woche oder in 3 Jahren bei Cage Match steht, Jeff Hardy tot aufgefunden. Ja, also es sei denn, er meint das jetzt wirklich ernst, was ich immer noch nicht glauben. Dafür, das kann er uns ganz Das schön nicht glaube ich bezahlen. erst, wenn er 3 Jahre clean bleibt. Ja, Dann glaube ich es ihm, dann sage ich wir setzen danke. ihm ja jetzt, ich denke mal, dass wir auch noch 3 Jahre von dem Mann haben werden. Wir setzen ihm jetzt einfach mal eine 3 Jahresfrist. Und wenn er bis dahin einmal mit Drogen erwischt wird, dann gute Nacht, Jeff Hardy. Und wenn TNA es dann noch immer nicht kapiert, ihn rauszuschmeißen, dann gehört diese Liga endgültig abgeschafft. Egal. Sagen wir es mal so. Wir haben ja bei TNA jetzt Eric Bischoff, der kennt sich ja aus, wie man Ligen runterwirtschaftet, ne? Ja. So, nach 8 Monaten kommt diese Kreatur wieder zurück, sagen wir 7 Monate, und steht genau dort, wo er vorher war. Ja, On the ohne top irgendwie of the was. card. Ja, er wurde halt, er hatte eine Promo, wo er sich entschuldigt hat, dass ihm alles leid tut und bla bla bla. Ui, Er hat toll. entschuldigt und dass er doch nur Verzeihung bittet und alle müssen ihm jetzt Backstage die Hand geben. Da sind mir doch die Heels wieder sympathisch, die ihm nicht die Hand geben. Hätte ich auch nicht getan. Da hätte ich mich geweigert. Ja, So. AJ wollte auch nicht wirklich, man hat es ja gesehen, bevor, nachdem er Backstage So. gegangen ist. Er bekommt sein Comeback-Match bei einem Pay-Per-View und Ja. besiegt den Gründer und Und Rekordchampion. ehemaligen Besitzer von Und wahrscheinlich auch Rekordchampion, TNAW oder? binnen 5 Sekunden. Er besiegt ihn direkt im Anschluss nochmal innerhalb von 5 Minuten und inoffiziell ein drittes Mal nochmal eine Minute später. Das macht inoffiziell 3 Siege gegen einen der Wrestling-geschichtsträchtigsten der letzten 20 Jahre. Das kann man durchaus sagen zu Jeff Jarrett. Er war Ja. überall. WWE, WCW und TNA. Ja, eines davon hat er sogar gegründet. Nur in der ECW waren die oder bei Ring of Honor. Genau, aber was nicht ist, muss ja nicht unbedingt. Er war bei den größten Ligen. Genau, und Der jetzt nochmal zum Mann Thema. lebt fürs Wrestling. Genau. Und das ist sein Liga mal gewesen. Er war derjenige, da muss man leider ihm auch was ankreiden, der als erstes den Fehler gemacht hat, Jeff Hardy zu holen. Dann mit den letzten beiden Mal hat er leider, oder beziehungsweise hat er gar nichts mehr zu tun. Tja, es tut einfach nur weh. Denn manchmal muss eine Strafe sein. Es ist nicht einfach nur eine Strafe, ein paar Monate auszusetzen. Und Jeff Jarrett tut uns wirklich leid. Bei einem Mann, der so hoch steht wie Jeff Hardy, da muss auch manchmal was Härteres her. Nicht sofort ein Sieg, denn jetzt ist er in Main Event Region. Es würde mich nicht wundern, wenn Hardy in den nächsten 4 Monaten ein World Title hat. Nein, 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 Es würde mich nicht wundern. Drei dann gibt Monate. es wieder so Ach einen Quatsch. hässlichen Titel. Da gibt es Zwei wieder so einen Monate. hässlichen Titel. Da gibt es wieder so einen hässlichen Titel. Wie dem auch Da sei. hat man doch jetzt gerade mal ein junges Talent on top und da will man wieder so einen alten Sack, der schon verbraucht ist. Tja. Apropos junges Talent.
Ja, einer der wenigen Lichtblicke am heutigen Abend. Robert Root, der natürlich sagt, er hat alles gezogen, Backstage bei Jeremy Borash. Er hat Storm nie gebraucht und Styles und Chris Arryn nie gebraucht und sowieso, er hat Hulk Hogan nie gebraucht und ja, er hat die ganze Welt nicht gebraucht. Ich meine, das ist hier, wie wir es doch irgendwo mögen. Es ist nicht so ein Weichei-Heel auf jeden Fall. Was sagst du denn eigentlich dazu zum Turn von Robert Root? Wäre uns ja irgendwie klar, wenn einer von beiden turnt. Hat mich nicht gewundert. Ja, weil Robert Root ist von uns beiden auch als der bessere Heel angesehen. Richtig. Der Cowboy mit dem Bier schlägt in Amerika einfach eher zu. Ja, das Ich ist ja meine, einfach so. Das... Bier leicht rebellisch? Erinnert an irgendjemanden. Ja, das erinnert an jemanden, Sandman, richtig. an einen meiner absoluten Lieblinge im Wrestling-Business. Naja. Und. Mir geht langsam die Stimme flöten, muss ich leider sagen. Nochmal. Deswegen können wir das mal Match langsam schnell Hat abhandeln. wieder Storm bei Bill Money gebraucht, er hat Fortune nicht gebraucht, er hat sich dafür Habe ich doch alles schon befreit zu erzählt. Champion. Er hat halt ein großes Ego, das von Styles sein noch größer und er wird ihn heute platt machen. Das werden wir jetzt sehen. Bobby Roode gegen AJ Styles, zwei, die was seit Jahren bei TNA dabei sind. Ja, since the AJ beginning seit der eigentlich. ersten Show, Bobby Roode vielleicht ein Jahr später, vielleicht. Ja. Müsste ich mir jetzt innerhalb von einer Minute informieren. Bobby Roode ja damals noch als Eishockeyspieler bei Team Canada unterwegs. Gib mir eine Minute. Ja, ich werde deswegen. Ich werde erstmal meine Zunge reinigen und wieder klar im Kopf kommen, weil so langsam mich ausgenockt. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier X-Division gegen technisches Wrestling vor allen Dingen. Also AJ Styles, der natürlich Tempo und alles hat, gegen Bobby Roode, der natürlich seit neuestem auch gerne mal auf seinen, ich sag jetzt mal, Crippler Crossface gibt, ne? Nein, um den geht's heute übrigens nicht, auch wenn der gestorben ist vor ein Wisst ihr paar schon, Jahren. wer es ist? Ich kann mich an das Match so weit noch erinnern, dass es wirklich ein schönes Match war. Ich glaube, es war, ja. Also, das allererste Match hatte Root 2003 und ab 2004 war er dann aktiv da. Also Also since day one. seit 7, 8 Jahren kann man sagen. Ja. Die Liga gibt es 9 Jahre. Wow. Kannst du dich noch move-technisch an vieles erinnern? Ich kann mich noch an einiges erinnern, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war es zum Beispiel, was mir hängen geblieben ist, dass AJ sein 450 gemisst hat. Ich glaube, AJ wollte auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob er seinen Frog Splash gezeigt hat oder Ich nicht. glaube, Ich Styles war es nicht. Auf jeden Fall gab es einen netten Death Valley Driver von in einem Neckbreaker. Ich glaube, der war von Styles. Ja, also in diesem Death Valley Driver kann ich mich mit dem Neckbreaker. Den 450, der nicht getroffen hat. Was gab es denn da noch? Einen hübschen Flapjack. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Ich glaube, der war von Root, Gut, ne? ja. Ja, das war auch der klassische Flapjack, so, oder? War das der klassische? Ne, so, es war ein bisschen modernere Version, ein bisschen Die höher noch Variante. gezogen. Es war die Variante. Ja. Also es war ein schönes Match. Es ist jetzt sicher nicht kein Match of the Year Candidate, aber es war ein schönes Match. Oh Gott, hör auf, das müssen wir auch noch irgendwann, egal, lassen wir das. Wir kommen ja, Leute, wir kommen immer näher. Es sind nur noch, warte mal kurz, drei Pay-Per-Views übrig bleiben, oder? Das ist noch Survivor Series, das wäre nächste Woche. Da freuen wir uns ja alle schon drauf. Da habe ich auch genug zu reden. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ja, ich glaube, das Video machst du dann ohne mich. Da bin ich dann krank. Da kann ich dann nicht. Oh, ein Mann-Review. Ja. Odys hat Internetprobleme. Da weiß man nicht, ist er da, ist er nie. Ja, leider, leider. Der arme Odas, der tut mir echt leid mit seiner Alice. Ja, und dann haben wir noch, Final Resolution und TLC. Ich freue mich persönlich sogar ein bisschen auf TLC, muss ich Wir sagen. sind allerdings noch nicht mit diesem Pay-per-view fertig. Nee, ich wollte nur so mal, ich meine, schon mal einen kleinen Ausblick für die Fans geben, dass es das Jahr ja nicht mehr lang ist. Wir werden dann zum Ende des Jahres hin wahrscheinlich auch noch ein bisschen was Spezielles planen. Können Sie jetzt bitte dieses Match weitermachen? Ja, wir können natürlich das Match weitermachen. Ja, gut. Es hatte mit 19 Minuten 31, finde ich auch eine super Zeit für ein Main Event. 20 Minuten bei TNA, also einem Entertainment Main Event. Gut. Für unsere Verhältnisse, ne? Wir hätten gerne wahrscheinlich wieder 20 Minuten mehr gehabt. Nicht gerade von den beiden. Obwohl, die beiden hätte ich mir auch noch 10 Minuten mehr angucken können. Boah. Also, Root und Styles haben da echt ein gutes Match auf die Beine gebracht. Und am Ende war es dann auch wieder ein Einroller, glaube ich.
Es war ein, es begann auf die schmutzige Variante mit diesem Tiefschlag. Kannst du kurz weitermachen? Ich bin Ja. gerade abgelenkt. Ja, also Tiefschlag. Ich glaube, AJ wollte vorher noch seinen geliebten Styles Clash das zweite Mal zeigen. Und ja, dann wurde er halt an der Hose festgehalten, als er eingerollt wurde. Und das war es dann auch wieder. Robbie Root bleibt weiterhin. Robbie Root, nennt ihn, wie ihr wollt. Ich habe ihn jetzt gerade so Robbie auszusehen genannt, weil wir heute so viele Robbies hatten. Und ja, bleibt weiter als Heel Champion auf eine hillige Art und Weise. Das zieht Heat. Vollkommen richtig, vor allen Dingen gegen das Gesicht von TNA W. Total Not Action Wrestling, wie die Liga jetzt heißt. Und damit war es dann vorbei. Ein sehr zufriedener Robbie Roode beendet dann diesen Turning Point 2011 oder auch Unnötigkeit 2011. Tut mir leid, ich hatte gerade kurz Besuch. Kein Problem, Diavolo geht vor. Was Teuflisches. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal auf den Flop des Abends ein. Der ist für mich Jeff Hardy und dann wie die Art und Weise, wie er verarbeitet wird. Ich glaube, da gibst du mir recht, oder? Ich Möchte kann es noch. nicht in Worte fassen. Weißt du, mir ist gerade so eine andere Kategorie. Wenn wir den Flop des Abends haben, möchte ich auch den Top des Abends. Also, so machen wir jetzt einfach noch eine Kategorie dazu. Nö. Weil ich möchte einfach für eine gewisse Pro den Top des Abends oder das Match des Abends Award. Weil ich finde, das beste Match des Abends war die Promo von Anderson und Ray. Wir bekommen es der Main Event. Nein, das war natürlich nur leicht spaßig gemeint. Wrestling-mäßig war es definitiv auch der Main Event. Damit sind wir uns einig. Was kann man noch großartig zu dieser Show sagen? Wir haben uns durchgequält. Und wir tun das wirklich, weil wir verdammt arbeitstreue Schweine sind und weil wir verdammt nochmal kranke Säue sind, denke ich mal. Und deswegen denke ich mal, ja, oh Gott. Das Ich möchte übliche, ihn wie viel bitte zum gebe ich Ende diesen? kommen. Ja, das übliche, wie viel gebe ich diesen 3 Stunden? Ich muss halt wirklich überlegen, aber ich gebe dem Ganzen gnadenvolle 4 Punkte. Okay. Also man muss den Pay-Per-View zugutehalten, dass er eigentlich relativ konstant geblieben ist. Konstant schlecht. Konstant unterdurchschnittlich. Das muss man ihm lassen. Also, es gab jetzt kein Match, an das ich mich in 3 Monaten noch erinnern werde. Verdammt nochmal, ich habe jetzt schon die Matchabläufe zum Teil vergessen. Wenn er mich nächste Woche fragt, ich weiß nichts mehr. Einige TNA-logische Sachen. Es wären vielleicht 5 Punkte geworden. Aber da gibt es noch einen guten Freund von mir. Jeffrey. Nein. Nein. I never wanted you, I don't want you, and I will never, never want you. So, 4 points to Orlando, Florida, and TNAW Turning Point 2011. Ihr seht, wir sind uns schon wieder sehr einig. 3 ist zu hart. Dafür war er doch Ja. zu konstant. Also, wir sind bei 4 Punkten. Also, wir sind auch hier deutlich unter Cage mit. Ich glaube, die hatten irgendwas von 5, 5. 5,5. Ja, bei 7 Ja. Stimmen. Wow. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Gut, ja, Leute, damit war es das auch schon wieder. Ja, ihr werdet dann irgendwann die Tage, wenn Otis hoffentlich bald wieder sein Internet geht, den letzten Teil vom Eddie Guerrero Review hoffentlich mal sehen dann, ne? Da ist ja noch was ganz Spezielles geplant. Ihr werdet morgen noch ein spezielles Review mit dem Ösi sehen, ja. Echt? Was? Und mir, Also da werde ja, ich ich habe wahrscheinlich. gesagt, ich lade es morgen hoch. Genau, du hast gesagt, dass du es morgen hochlädst, passend zum Donnerstag. Und Genau. ich freue mich schon, weil das ist mein Lieblingsreview, glaube ich. Und ich werde es einfach mal 100.000 Mal liken und follow on Facebook und like mir on Twitter und Und bis zum ah! nächsten Mal. Tschüss.